Vorbereitung auf die bevorstehenden Kreistags- und Kommunalwahlen, auch bei den Börde-Piraten. Die Versammlung, bei der die Kandidaten für die Wahllisten vorgeschlagen und gewählt werden sollten, sehr übersichtlich besucht. Trotzdem rechnen sich die Piraten gewisse Chancen aus, denn mit Andrea Bogner hatte ihre Direktkandidatin bei den zurückliegenden Bundestagswahlen von den Einzelkandidaten das beste Ergebnis. Gut, also wir haben natürlich schon einige Nachteile, da wir in 4 Wahlbereichen nicht antreten werden. Da bleiben natürlich dann nur die Hoffnung, dass wir hier so viel Stimmen fangen, dass wir 1-2 Sitze dann doch mit übernehmen können. 2 Sitze wäre gut, dann könnte man eine Fraktion bilden. Aber ansonsten sind wir natürlich realistisch und wissen, wir haben es schwer. Der Kreistag ist das eine, aber für die Piraten, die für Ortschafts- und Gemeinderäte kandidieren, werden die Chancen besser eingeschätzt, denn sie sind in ihren Heimatorten als aktiv bekannt. Da sind wir recht gut aufgestellt, zumindest was den Bereich Übisfelde-Weferlingen betrifft, auch hier in Barlehm, Ebendorf, Meizendorf und in Ausleben, dort ist also auch der Herr unser Piratenkollege Ernst sehr aktiv und auch sehr bekannt, sodass wir da denken, dass wir da auch durchaus vertreten sein werden in den jeweiligen Gremien und dann auch Piratenpolitik vertreten. Für Barlehm konkret wird Thomas Pfeffer für den Kreistag, für den Gemeinderat Barlehm und für den Ortschaftsrat Barlehm kandidieren. Als Kreisvorsitzender der Piraten wird Jens Bartel für den Kreistag, für den Gemeinderat Barlehm und für den Ortschaftsrat Ebendorf kandidieren. Jetzt müssen nur noch die vorgeschriebenen Unterstützerunterschriften rechtssicher eingesammelt werden. Bis zum 7. März, 24 Uhr, haben Sie dafür Zeit.